Persönliches Logbuch des Commander Ray Pinscher, Sternzeit 3308-2008. Hallo meine lieben Elite Dangerous Freunde, schön, dass ihr trotz meiner letzten Niederlage wieder eingeschaltet habt. Ich befinde mich zurzeit auf der Clark City Station im Sigui-System. Kann ich euch ja mal kurz zeigen. Ist ein interessantes System, weil wir haben 3 Sonnen, einen kleinen Planeten hier und auch eine Station, und auf der befinde ich mich gerade. Das hat jetzt keinen besonderen Grund. Ich bin auf dem Weg nach Hause zu meiner Heimatstation, und zwar aus dem Deziat-System wieder zurück, und habe mir so gedacht, auf dem Weg dahin, das waren nach der letzten Berechnung circa 7 Sprünge, schaue ich halt immer mal in den einzelnen Systemen vorbei, was es dort zu scannen gibt. Und wenn es eine Station gibt, die relativ nah am Stern gelegen ist, dann fahre ich bzw. fliege ich da auch mal kurz hin, um auf der einen Seite beim Waffenhändler kurz vorbeizuschauen, zu gucken, ob ich eventuell noch eine schöne Kama L6 in der Ausbaustufe 3 ergattern kann. Denn ich habe mir so überlegt, nach den letzten Kämpfen, das wäre für mich mal eine interessante Variante, mit 2 Kama L6 als Primärwaffen zu arbeiten. Das könnte mir echt gut gefallen im Dominator-Anzug, mit 2 solchen richtigen Wummen und der Pistole zu arbeiten. Deswegen bin ich auf der Suche nach noch einer weiteren Kama L6. Eine ganz normale mit Ausbaustufe 1 konnte ich letzten Donnerstag irgendwo erwerben. Ja, aber davon abgesehen habe ich noch ein paar andere Sachen, die ich erledigen muss. Und da schauen wir mal wieder ganz kurz hier beim AD Odyssey Materials Helper vorbei. Denn für meine Waffen, ich zeige euch mal kurz das Loadout, speziell hier unten für meine Kama L6 würde ich gerne neben der Magazingröße, die ich bereits eingebaut habe, wo ich ja dann 3-mal mit schießen kann, das hat sich in der Praxis bei mir jedenfalls als gut und brauchbar herausgestellt, genauso auch das verstaute Laden, habe ich den Punkt Stabilität, den ich als Idee hatte, wieder verworfen und dachte mir, die Neuladegeschwindigkeit, das wäre bei der Waffe genau das, was mir da noch fehlt. Es dauert nämlich relativ lange, bis die wieder nachgeladen ist, wenn man sie in Gebrauch hat. Und da dachte ich mir so, die Neuladegeschwindigkeit, das wäre auf jeden Fall noch eine Option für meine Stufe 5 Waffe. Und bei der Intimidator, bei der Schrotflinte, da hätte ich gerne auch die etwas höhere Magazingröße drin, damit ich ebenfalls 3-mal schießen kann. Und ja, nicht ganz so wichtig, aber trotzdem dann im zweiten Step den Kopfschussschaden. Und auch das Fernrohr. Ja, die Wunschliste habe ich mir dementsprechend zusammengestellt, habe jetzt mal die beiden weniger wichtigen, wie den Kopfschussschaden und das Zielfernrohr hier ausgeblendet, sodass ich also mich auf die beiden wesentlichen Dinge hier konzentrieren möchte. Und zwar die Geschwindigkeit neu laden, als auch die Magazingröße. Und dazu benötige ich noch genau 3 Materialien hier. Aufwendungen für Sicherheit, Produktionsberichte und Waffentestdaten, die fehlen mir noch. Ja, und hier auf der Station, wo ich mich gerade befinde, auf der Clark City, konnte ich unten in der Station bei einem Auftraggeber einen, ja, recht guten, interessanten Auftrag ergattern. Eine illegale Mission, und zwar Schmiergeldlogs von einem Datenport herunterladen. Hat Bedrohung Stufe 5, ist eine illegale Mission, wie ihr seht. Ich konnte aber gut handeln, und wenn ich es schaffe, bekomme ich immerhin 7 Einheiten Aufwendungen für Sicherheit und hätte damit auf jeden Fall genug, um dieses Material zu komplettieren. Ja, aber das ist natürlich wieder so eine Geschichte, die auch für mich äußerst schwierig und kompliziert ist. Aber soll mich nicht davon abhalten, es auszuprobieren. Wo müssen wir hin? Nach Armashwaru 3E. Das wäre der Planet und das System heißt ähnlich. Programmieren wir mal das Ziel, einen Sprung weit weg und starten. Ja, wir sehen uns in Kürze wieder beim Anflug oder auch auf der Station dann selber. Bis gleich! So, im Zielsystem Amarishwaru angekommen. Als erstes einen Blick in die Systemkarte. Wo müssen wir hin? Oh, da ist ja auch ein Kriegsgebiet, wie ich sehe. Da kriege ich ja schon wieder richtig Lust, ein bisschen zu kämpfen. Aber das müssen wir uns aufheben. Wir haben ja einen Auftrag auf diesem Planeten hier. Den schauen wir uns natürlich mal genauer an. Wir sollen also hier auf diese Siedlung. Dann können wir gleich mal das Ziel setzen. Es handelt sich um eine industrielle Siedlung. Bedrohungsstufe 3. Na, bleib hier. Beherrscht vom Imperium, und zwar Konzernpolitik. Hier dürfen wir uns also nicht unbedingt aufführen wie ein Rambo, sondern eher vorsichtig und mit Bedacht vorgehen. Okay, dann mal los. Auf zum Planeten. Da wir den mit Sicherheit auch nicht kennen, werden wir den als erstes dann mal scannen. Bis gleich! Im Anflug an unseren Zielplaneten und die Zielsiedlung Tamura Chemical Installation. Aber bevor wir uns da runter machen, natürlich wie immer ein Scan des Planeten. So, jetzt sind wir, glaube ich, dicht genug dran. Dann können wir loslegen. 4 Sonden will er haben. Sollst du kriegen. 1, 2... und 3. Mal sehen, was du uns Schönes zu bieten hast. Oberfläche zu 50% gescannt. Oberflächenscan abgeschlossen. Ja, das war jetzt mal gar nichts. Macht aber auch nichts. So. Und dann machen wir gleich mal hier das Licht an. Denn wie es ausschaut, müssen wir wieder ins Dunkle. Ja, Vorgehensweise. Landen. SRV raus. Irgendwo hinfahren. Vielleicht als erstes mal ein Terminal aufsuchen, um zu gucken, an welchen Datenport, in welchem Gebäude wir eigentlich müssen. Dann mal schauen, eventuell mit der Drohne sich die Umgebung ein bisschen genauer anschauen. Und möglicherweise, ist ja immer so mein Ding, mein Problemfall, die Siedlungsalarme ausschalten, damit wir ein bisschen mehr Ruhe haben. Ist zwar jetzt nicht zwingend erforderlich, es handelt sich ja um eine illegale Mission. Das heißt, wenn wir den Auftrag ausführen, werden wir wahrscheinlich ohnehin als gesucht gemeldet. Insoweit macht das da nichts. Allerdings wäre eventuell die Flucht, sollten wir das schaffen, das Ganze ein bisschen ruhiger anzugehen und nicht so ein Stress wie beim letzten Mal, wo ich das ja gründlich versaubeutelt habe. Aber hauptsächlich deswegen, weil ich erstens viel zu lange gezögert habe, um abzuhauen. Und zweitens auch noch den falschen Weg eingeschlagen bin und dann vor einer verschlossenen Tür rumgestanden bin. Tja, mal gucken, ob wir das diesmal etwas besser lösen. Oh, machen wir mal Nachtsicht an. Dann sehen wir vielleicht ein bisschen besser. Soll uns aber nicht davon abhalten, trotzdem eine Landeerlaubnis uns einzuholen. Landeerlaubnis erteilt. Genau. Landeplatz 1. Wahrscheinlich der einzige. Landeerlaubnis verweigert. Wie? Strafe auferlegt. Oh, hat er mir wieder das eingefahren hier. Das ist ja wieder toll. Das war wieder, habe ich wieder nicht gemerkt. Ne? Okay. Das alte Problem meiner Waffen. Dann müssen wir noch mal ganz kurz in den Supercruise gehen. Und weil es so schön war, auch gleich wieder raus. Supi. Dann gucken wir mal, ob es jetzt besser klappt. Jetzt sind wir natürlich 20 Kilometer weit weg. Ja, das muss ich wirklich mal irgendwie umdefinieren an meinem Hotas, dass er nicht immer diese gleiche Taste, ich muss halt die A-Taste in dem Falle drücken und gedrückt halten, damit ich drüben links in das Menü komme. Gleichzeitig ist die A-Taste, aber wenn ich sie alleine nur drücke, zum Ausfahren der Aufhängungen da. Und das interpretiert er eben manchmal nicht richtig. Und wenn ich nicht schnell genug gucke, dann sind die Aufhängungen ausgefahren und schon gibt's Ärger. Na was denn? So. Also, Landeanflug, die zweite. Mal gucken, ob es jetzt besser klappt. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Mission aktualisiert. Schmiergeld-Logs von einem Datenport herunterladen. So, Fahrwerk erstmal raus. Ein bisschen um die Ecke. Und dann schauen wir uns mal an, wie das hier so funktioniert. Ja. Ist scheinbar der einzige große Landeplatz, den es hier gibt. Na gut. So. Das hat doch mal gut geklappt jetzt. So, dann Buggy raus. Nichts machen. Mal gucken, ob er jetzt wieder mich in mein Loch setzt. Oder ob es klappt. Zack, und schon wieder sitze ich in meiner Kuhle. Na gut. Einmal entlassen bitte. Okidoki. So, dann stellen wir uns einfach mal irgendwo passend hin, wo wir auch gut abhauen können. Da ist der Eingang. Ich würde sogar... Komme ich hier durch? Nein, da komme ich nicht durch. Das funktioniert so nicht. Dann fahren wir mal hier vorbei. Ne, geht auch nicht. Das ist ja blöd. Hier komme ich gar nicht weg. Ja, noch nicht. Ich bin ja noch nicht ausgestiegen. Deswegen. Da steht noch so ein Buggy rum. Hier könnten wir raus. Das wäre vielleicht eine Maßnahme. Gut. Dann stellen wir unseren Buggy mal hier hin und lassen ihn da stehen. Jetzt bin ich wieder im Turm. Ich wollte hier hin. Was habe ich an? Den Maverick-Anzug? Ja, die Waffenwahl ist okay. Die behalte ich bei. Und dann steigen wir doch mal aus. Habitat Datenport 1. Habitat ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Normalerweise kommt man da ja immer ganz gut rein. Dann gehen wir erstmal auf Suche. Noch sind wir ja ungefährlich. Wir haben ja nichts dabei im Moment. Und da ist doch auch schon ein Terminal. Den nehmen wir doch gleich. Und orientieren uns erstmal, wo wir hin müssen. Hallo? Ich habe da einen Transportjob, falls Sie Interesse haben. Ja, im Moment nicht, danke. Ich habe hier was anderes zu erledigen. Wir brauchen die Einrichtung Habitat. Aha, Verbindungsweg, Industrieproduktion, Energiezentrale, Habitat ist auch der einzige Punkt. Und da haben wir auch direkt schon unseren Port. Den können wir also schon ohne Probleme, ohne auch nur ein Level-Profil und sowas zu brauchen, erstmal ins Ziel nehmen. So, wo ist der? Da drüben. 37 Meter, da haben wir auch was zum Aufladen. Das Habitat ist auch direkt neben uns. Eine Minute, Kommandant. Ja, aber gerne doch, ich habe Zeit. Komm. Ich überprüfe Sie. Jo, mach das. Das war's schon. Und? Alles klar? Gut. Seien Sie vorsichtig. Aber immer doch, bin ganz vorsichtig. Oh, ich kann ja sogar hier rein mit 0. Das ist ja Wahnsinn. Dann gehen wir doch mal direkt hier rein. Klasse. Ah, habe ich mir gedacht, dass der da drin steckt. Okay. Da ist auch ein Terminal. Mhm. Spricht etwas dagegen, wenn ich die Tür hier aufschweiße? Es ist zwar eine Restricted Area, ist klar. Bin mir aber jetzt nicht sicher, ob da einer drin ist. Weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal raus und guck mal von außen, wie das so aussieht. Vielleicht gibt es ja auch ein Fenster oder sowas. Mhm, der nächste, der mich wahrscheinlich scannen will. Nein. Ja, bin hier. Nein. Hallo? Hm. Willst du nicht? Gut, dann lassen wir's. Da kann ich zwar hoch, das nützt mir aber nichts. Hier ist scheinbar alles zu. Und es gibt auch kein Fenster, wo man mal reingucken könnte. Hm. Okay, das hilft also nichts. Da müssen wir direkt tatsächlich rein. Ja, wenn ich das so sehe, da bin ich ja fast schon wieder geneigt, den Siedlungsalarm nicht extra zu deaktivieren, sondern direkt mal da reinzugehen und zu gucken, was mich da so erwartet. Machen wir erstmal. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Und dann schweißen wir hier erstmal die Tür auf. Das ist der nächste Punkt. So. Ist doch hoffentlich auch keiner in der Nähe, der mich jetzt hier sieht. Nö. Dann machen wir das. Schön langsam. Ja, mein Schweißgerät. Und einmal überladen, bitte. Schnell rumdrehen und wieder den Modus wechseln. So, wie sieht's aus? Aha. Der Datenport ist da. Da ist aber tatsächlich was los hier drin. Da hinten ist auch noch einer, ein Techniker. Die dürfen wir natürlich nicht in irgendeiner Weise... Na? Hm. Das ist der Datenport. Wenn ich hier reingehe und die guten Jungs hier kille, es sei denn, der verschwindet jetzt, aber der verschwindet nicht. Hm. Licht aus. Ich könnte ihn natürlich killen. Hm. Guck mal den Zweien lieber erst noch mal einen Moment zu. Ja. Den könnte ich natürlich killen. Ich meine, gesucht bin ich dann nachher sowieso. Da sind das ja nur 2 Techniker und hier scheint im Moment auch nichts weiter zu passieren. Wenn ich den erwische, könnte ja meine Pistole nehmen. Die ist ja lautlos. Wäre eine Idee. Hm? Wenn der jetzt hier verschwindet. Und den einfach mal kille. Was halte ich denn davon? Wie wär's denn? Machen wir. Komm, das machen wir jetzt. Auf geht's. Zack. Wenn jetzt hier noch einer kommt, dann erwische ich den auch noch. Denn der ist ja im Moment nicht zu sehen da hinten. Und irgendwann muss der Fritze ja hier wiederkommen. Was zum Geier? Genau. So. Das hätten wir doch erledigt. Und jetzt gehen wir hier rein. Und gehen hier mal schnell an diese Daten. Daten hochladen. Hm. Die wollte ich laden, genau. Stecken wir uns hier. Oh, es dauert. Mach, los. Mach schon. 70, 75. Da kommt der nächste schon, ich sehe es schon. 93. Transfer abgeschlossen. Missionsstatus aktualisiert. Okay. Und nix wie weg. Weg. Wo ist mein Buggy? Los, weg. Schnell zum Buggy. Ja, werf Granate, komm. Mach schon, lauf. Los, Ray, mach. An Bord gehen. Los, weg. Schnell. Und tschüss. Los. Böse Falle, wo geht's denn hier hin? Ah, wow. Ach du großer Gott. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie hier wegkommen und die Siedlung verlassen. Ja, ist nicht viel Schwerkraft hier. Oh, Halleluja. Jo, gesucht bin ich. Klare Sache. Macht aber nichts. Wäre ich sowieso. Komm, da unten ist doch Platz. Ach, kannst du aber. Das klappt schon. Komm, da unten irgendwo in diese Fläche rein. Das wäre gut. Können wir jetzt hier das Flugzeug herbeirufen? Machen wir. Und wo ist er? Komm, mein Gutster. Ich hoffe ja, und das war auch einer der Gründe, warum ich dieses schöne Schiffchen mir hier ausgesucht habe für solche Missionen. Klein, aber fein, kann immer gut irgendwo einen Parkplatz finden. Einmal rum. Wo hat denn der jetzt geparkt? Da oben ausgerechnet. Jetzt muss ich wieder da hochfliegen. Alter. Was ein Hügelgelände hier. Lalalala. Komm schon. Das war doch prima eigentlich. Hat doch super geklappt. Oh, ziemlich glatt hier. Oh, machen wir mal wieder aus hier. Sieht es ein bisschen netter aus, ne? Oh. Na, hoffentlich komme ich da rein. Bin ich noch nicht so von überzeugt. Von dem Platz hier. Und? Boarding. Gut. Einsteigen. Super. Und starten. Gib ihm Power. Und Fremdschiff. Klasse. Und damit dürfte die Mission erfolgreich beendet sein. Hervorragend! So ungefähr habe ich mir das gedacht. Das war doch mal wieder eine schöne Sache. Klasse! Und Materialien gibt's auch noch. War mir eine Freude. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Tschüss!